Projektvolumina Minimum 100.000, eher noch 300.000 bis 500.000 und dann aufwärts. Ja? Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Lektion. In dieser Lektion geht es um die B2B-Geschäfts-Timeline. Ja, ein super Thema. Super, 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 super wichtig, egal an welcher Stelle du jetzt stehst. Ob du jetzt ein IT-Dienstleister bist, Berater, Experte, sonstiges, ja, oder ob du vielleicht sogar ein Mitbewerber von mir bist, ja. Diese Sache, diese Timeline-Geschichte hier zu verstehen, ist absolut essentiell, ja, für erfolgreiches B2B-Neugeschäft, ja, und Neukundengewinnung, ja, oder generell B2B-Geschäft im Enterprise-Level. Also wir reden hier mal, sagen wir mal, von Projektvolumina Minimum 100.000, eher noch 300.000 bis 500.000 und dann aufwärts. Ja. Ganz, ganz wichtig. Wir reden hier von, sagen wir mal, High-End-Projektgeschäft. Ja, kann man ruhig so sagen. High-End-Projektgeschäft ist das richtige Terminus dafür. Und ich habe dieses Video hier gemacht, auch wieder, wie jedes Video, das ich mache, aus der Praxis, aus Feedbacks, aus Gesprächen, die ich mit meinen Kunden, Bestandskunden, ehemalige Kunden etc. etc. viel, viel Jahre von Erfahrung, vielen Gesprächen und vielen Projekten, die ich umsetzen durfte in meinem Leben, sammeln durfte, diese Erfahrungen, und daraus resultieren eben diese wirklich einmalig wertvollen Videos, die du jetzt natürlich hier als Teil meiner Akademie hier gucken darfst, ja, und dich weiterbilden darfst. Also, die Timeline sieht in der Regel so aus, und hier unten schreibt noch was. Zuerst, also wir fangen hier mal bei Tag X an, ja. Hier ist Tag X. Tag X ist für mich die Phase Nummer 1, die ich bei uns hier in Kleinmarketing als Phase Nummer 1 definiere. Und das ist, der Kunde weiß, also er ist sich dessen bewusst, ja? Er sagt, wir haben ein Problem und wollen es lösen. Also zum einen, er weiß, dass er ein Problem hat, und zum anderen, er weiß, dass er es lösen möchte. Okay? Diese zwei Komponenten sind nicht immer der Fall, dass die gegeben sind. Aber wir gehen jetzt halt hier von Tag X aus, dass der Kunde ein Problem hat, es weiß, dass er ein Problem hat und auch bereit ist, dieses zu lösen. Sprich, Geschäftsführung, Geldgeber, Monero, ja, also Budgethalter und so weiter sind auch bereit, Geld zu investieren, um dieses Problem zu lösen. Dann, zweiter, also wir sagen, okay, Phase Nummer 1 aus Erfahrung. In dieser Phase, wo wir uns hier dessen bewusst sind, sammeln wir Anforderungen. Jedes Unternehmen hat ganz spezifische Anforderungen. Desto größer das Unternehmen, desto komplexer die Anforderungen. Und das kann schon mal 2 bis 6 Monate dauern. MO für Monate, ja. Und wenn wir dann da durch sind, wenn wir hier sozusagen einen sogenannten Pflichtenheft oder Anforderungskatalog erstellt haben, dann kommen wir hier in Phase 2. Die Phase 2 ist dann die Anbieterauswahl. Das heißt, der Kunde sagt sich, okay, jetzt wissen wir, was wir brauchen. Und jetzt suchen wir uns jemanden, der uns das liefern kann, was wir brauchen. Ja, sind wir wieder bei dem Thema Sales, Delivery und Service. Ja, also all meine Videos gehen irgendwie Hand in Hand, ne? Hast du wahrscheinlich schon gemerkt. Die Anbieterauswahl, da ist es so, okay, dass wir sagen, okay, jetzt wissen wir all unsere detailliert rauf und runter A bis Z, wissen wir unsere Anforderungen. Jetzt stellen wir uns die Frage, wer kann unser Problem lösen? Und diese Anbieterauswahl, hier wird sehr häufig auch gerne nochmal jemand extern herangenommen, da komme ich gleich nochmal drauf, sehr, sehr wichtiger Punkt. Die kann auch 2 bis 6 Monate dauern. Ja, es ist tatsächlich so. Ja, auch hier ist es dann häufig so, dass in der Regel dass nicht eine Person ist, die diese Phasen hier durchläuft. Ja, das ist ja auch ein Missverständnis, dass viele sagen, auch viele meiner Kunden ab und zu,
denken, okay, das ist hier ein Entscheider, der diese Phasen durchläuft. Nein, 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 das sind meistens im High-Projektgeschäft sind das in der Regel zwischen, sagen wir mal, 4 bis 6 Personen, ja, aus unterschiedlichen Fachabteilungen, aus unterschiedlichen Bereichen und so weiter, die daran teilnehmen. Das heißt, dann hat der eine mal Urlaub. Also wir wissen ja, in Deutschland hat der Durchschnittsangestellte eine Fehlzeit von 8 Wochen. Ja? Im Durchschnitt 2 Wochen krank und 4 Wochen im Urlaub. Und manchmal ist es sogar noch darüber hinaus. Das heißt, und 6 Wochen im Urlaub, glaube ich, sogar in Deutschland. Weiß ich nicht, ich bin schon zu lange selbstständig, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass, wenn wir jetzt, das können wir uns ja mathematisch ausrechnen, wenn jetzt so ein Projekt, ja, sagen wir mal, 4, 5 Leute hat, die dazu steuern, ja, sei es in der Anforderungen, im Sammeln der Anforderungen oder in der Auswahl des Anbieters und jeder hat was zu bestimmen und jeder hat, ist ein Stakeholder und jeder von denen hat eine Fehlzeit aufs Jahr gerechnet, Urlaub und so weiter, von 1 bis 2 Monaten, sagen wir es mal so, gut gerechnet, ja, dann ist immer irgendjemand im Urlaub oder irgendjemand gerade krank. Ja. Das heißt, deswegen ist es einer der Gründe, meiner Meinung nach, warum es besonders in Deutschland so lange dauert. Es gibt Länder, da geht es auch schneller. Ja? Also nochmal so ein kurzer Ausflug ins internationale Gewerbe. Dann hier in Phase 3, ich gehe da nochmal konkreter drauf ein, stellt sich der Kunde die Frage, wer kann es am besten lösen? Das ist dann meistens die Phase des Shortlistings, das heißt, wir haben hier den ganzen Markt sondiert, ja? Nach Anbietern, vielleicht noch mit einem Experten, der uns dabei geholfen hat, irgendwie ein Berater, manchmal ist es auch nur ein Ein-Mann-Berater oder so, oder eine kleinere Agentur oder ein kleinere Beraterhaus. Und hier hat man dann sozusagen in dieser Phase, die da ist dann meistens wesentlich kürzer, also mal 1, 2, 3 Monate maximal, da stellt man sich dann die Frage, okay, welche 1 bis 2, maximal 3 Anbieter, eine sogenannte Shortlisting, sind sozusagen von all diesen Anbietern, die es da draußen gibt, sind die allerbesten. Und welcher von diesen 1 oder 2 ist der Beste, der allerbeste, mit dem wir dann sozusagen das Projekt machen, das komplette Projekt, ja, für 500.000 oder 1 Million Euro. Ja? Und das sind natürlich große Summen und komplexe Themen und Projekte, deswegen dauert es auch ein bisschen länger. Ja? Komme ich gerne mal dazu. Und hier ist es dann häufig schon so, dass man schon erste Workshops eingeht. Also hier ist es teilweise schon so, dass man selbst, wenn man hier noch 2, 3 Anbieter im Rennen sind, hier schon Geld verdienen kann. Ja, weil es geht ja hier, die Überschrift dieses Videos ist ja, wann kommt endlich Kohle? Ja, und ich bekomme die Frage ständig auch immer gestellt. Ja, Thomas, jetzt machen wir schon seit 4 Wochen, schon seit 3 Monaten arbeiten wir schon zusammen. Es ist noch immer kein Geld geflossen. Ja, komme ich gleich dazu. Ja, hängt natürlich davon ab, wo, an welcher Phase ich den Kunden aufnehme. Wo hole ich den Kunden ab? Ja, ich kann den Kunden natürlich grundsätzlich immer versuchen, hier abzuholen. Dann habe ich hier maximal 2, 3 Monate, ja, Return Invest, bis zum Return Invest. Wird aber ein bisschen schwierig. Ja, ich habe viele Gespräche mit Kunden, also mit Endkunden, die sich hier an dieser Stelle, die hier an dieser Stelle sich befinden. Ja? Und die dann nochmal dazu überzeugen, dass man nochmal in die Shortlist aufgenommen wird, obwohl man hier noch völlig unbekannt ist. Das heißt, man überspringt Phase 1, man überspringt Phase 2 und dann kommt man hier ins Gespräch. Ja? Wir erinnern uns an das andere Video. Man hat das Erstgespräch, ja? Man kennt sich noch überhaupt gar nicht und der Kunde befindet sich bereits in Phase 3. Ja, geil, weil in maximal 3 Monaten gibt es Kohle, ja, wird Umsatz gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier noch reinkommen, ist sehr, sehr gering. Ja. Das heißt, hier schon viel, viel besser. Also hier Anbieterauswahl, das ist ja genau die Phase, wo eben Anbieter ausgewählt werden. Also wenn wir uns hier platzieren, wenn wir uns hier gerade in der Phase hier unser Erstgespräch machen, ja, dann machen wir unser Erstgespräch, dann vergehen vielleicht ein paar Tage, paar Wochen der Discovery Call, dann haben wir genügend Zeit für den Pitch Call, ja, Produktdemo, ja, und dann sind wir so hier irgendwo drinnen, ja, und dann sagen wir mal, dann dauert es maximal vielleicht ja ein halbes Jahr, ne? Dann sind wir schon hier bei 6 Monaten, bis es
wenn es klingelt, wenn es funktioniert, also wenn wir quasi in die Endausscheidung kommen und dann auch das ganze Ding gewinnen, ja, bis die Kasse klingelt. Wir sind nur noch 6 Monate im Durchschnitt akkumuliert, die 12 Phasen. Aber häufig ist es so, dass insbesondere die großen Dienstleister, ja, wie Accenture, wie Bechtle, wie PricewaterhouseCoopers, Deloitte, ja, die ganz, ganz großen, die sowieso alles können und machen, dass sie den Kunden grundsätzlich immer versuchen, hier abzuholen. Ja, eine Deloitte, eine Accenture, eine Bechtle, die wissen, okay, wir holen den Kunden hier ab. Und das kann insgesamt, wenn wir das mal hier im Durchschnitt ausrechnen, ich mache es mal kurz, wenn wir den da abholen, machen wir jetzt mal hier die Hälfte, hier die Hälfte, hier die Hälfte, Durchschnitt, sind wir hier beim Durchschnitt von 8 bis 9 Monaten. Das heißt, die Bechtle, also die Großen, ja, die ganz Großen, die sagen, ja, wir holen den bewusst, versuchen wir den immer hier abzuholen, weil dann machen wir mit denen möglichst die Anforderungen, gestalten wir die selber gemeinsam, freunden uns hier schon mal an, ja, mit einer Abteilung oder einer Tochtergesellschaft oder sowas. Die haben ja zigtausend verschiedene Tochtergesellschaften und so weiter und so fort. Und freuen uns hier schon mal an, ja. Und durchleben dann sämtliche Phasen bis zur Endausscheidung und holen uns dann das komplette Ding. Ja? Wohl wissend, dass das von ersten Kontakt, ja, 8 bis 9 Monate dauern kann. Das heißt, ich mache hier zum Beispiel jetzt ein Projekt mit einem IT-Dienstleister, hier als Neukundenakquise-Experte oder ich bin halt ein, oder auch Mitarbeiter du bist jetzt ja schon Mitarbeiter oder Sales Manager, machst den Erstkontakt. Und willst du dieselbe Strategie fahren wie einer von den Großen, ja, die relativ intelligent ist, dann dauert es halt normal 8 bis 9 Monate, bis du hier letztendlich Umsatz, bis die Kasse klingelt im Schnitt. Ja? Und da hilft es nichts, wenn du halt nach einem Monat schon fragst, nach 2 Monaten oder nach 3 Monaten, ja, hier dein Erstgespräch, hier dein Discovery Call nach 3 Wochen. Den du gerade hattest. Wie sieht es da aus? Wann kommt da Umsatz rein? Ja, viel zu früh. Ja, völliger Unfug, das nach 1-2 Monaten schon zu fragen, weil wir sind ja noch nicht mal in der Anbieterauswahl. Ja? Oder wir sind hier noch in der Anbieterauswahl und noch nicht mal im Shortlisting. Ja? Also von daher, das Ganze braucht seine Zeit und ist ja auch völlig verständlich, weil hier geht es ja um Summen, wie ich schon eingangs gesagt habe. Wir bewegen uns hier im Enterprise-Level. Und wenn du da dich bewegst und dort Umsatz machen möchtest, dann gibt es halt nun mal diese Sales-Zyklen, das Ganze nennt man Sales-Zyklus, der im Schnitt 8 bis 9 Monate dauert. Von Tag X, wo der Kunde sagt, okay, wir haben ein Problem, wir brauchen eine Lösung. Manchmal ist es ja so, dass wenn du Kunden akquirieren willst, die noch nicht mal an dem Punkt sind, dann dauert das Ganze noch viel länger. Ja? Dann kann es 1 Jahr dauern, 1,5 Jahre, bis du den Kunden endlich so weit hast. Aber wir setzen ja eh schon mal voraus, dass der Kunde sagt, wir sind hier beim Tag X, ich habe ein Problem, ich brauche eine Lösung, okay? Und dass der Kunde sagt, dafür geben wir auch Geld aus, okay? Also das heißt, sämtliche Grundvoraussetzungen, in dem Fall im Erstcall, also Slide zurück, ja, Video zurück, sind gegeben, dass es sich lohnt, hier in den Discovery Call reinzugehen, ja? Hier noch einen Sales Consultant, irgendwas reinzunehmen, Techniker, Softwareentwickler oder sonst was. Hier schon mal konkret in die Bedarfsanalyse reinzugehen. Die Anforderungen vielleicht schon mal, ja, mit dem Non-Disclosure Act und so weiter, schon mal durchzunudeln, das Ganze, ja, schon mal auseinanderzunehmen und zu schauen, matcht das hier mit dem Anbieter? Ne? Können wir die Lösung wirklich bieten, gemäß den Anforderungen, um das Problem zu lösen? Ja. Und das Ganze dauert einfach diese Zeit. Und ja, ich will mal sagen, dass du overall einfach einen langen Atem mitbringen musst, wenn du im High-End-Geschäft, im Enterprise-Projektgeschäft tätig sein möchtest, als Sales Manager oder whatever, ja, in welcher Situation du dich jetzt auch immer befindest. Und deswegen ist es so ein unfassbar wertvolles Video gewesen, weil viele einfach dieses Verständnis nicht haben. Ja, aus welchen Gründen auch immer, viele, sagen wir mal, sind einfach haben ihr Unternehmen, ihr IT-Unternehmen, ihr Dienstleistungsunternehmen gegründet aus
sagen wir mal, aus dem Angestelltenverhältnis heraus häufig. Ne? Also irgendein Angestellter von, ich weiß nicht, von E.ON oder irgendwo, irgendeine Firma, ja, hat einfach gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gründe eine IT-Firma, ich weiß eh schon, was Bedarf und mein erster Kunde ist mein ehemaliger Arbeitgeber oder sowas. Ja, das kommt ja ständig vor. Und dann haben die, weil die haben selber noch nie viel Neukundenakquise gemacht müssen. Ja, das sind meistens kleinere, aber auch bei größeren fehlt häufig dieses Verständnis. Ja. Du musst im High-Level-Projektgeschäft musst du langen Atem mitbringen, je nachdem, wo du den Kunden gerade abholst, wird es natürlich kürzer, bis hin zu 1, 2, 3 Monaten. Es ist möglich, dass du vom Erstcall, vom Call bis zum Umsatz das Ganze in 2, 3 Monaten durch hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das schaffst, wird insofern geringer, desto näher du an die Shortlisting-Phase rankommst. Ja? Das heißt, desto früher du den einfängst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in die Shortlist kommst, aber desto länger dauert der ganze Prozess als solches. Ich hoffe, das ist somit klar geworden. Happy Hunting und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein.